Die antike Welt, die Geistesmenschen haben davon gesprochen, dass das System der Dinge, so wie es wir vorfinden, mehrere Sternengenerationen gebraucht hat, damit sich die Materie so durchmischt, dass der Mensch sozusagen aus seinem Fleisch überhaupt entstehen kann. Dass die Gottheit die Vorbereitung getroffen hat, den Menschen aus Sternenfleisch zu erzeugen. Also, das ist ein schöner Baum, ein Sinnbild auch, ein Symbol für den starken Mann, der auch wieder gekräftigt werden muss. Das heißt, dass er an Autorität nicht einbüßt. Der Mann, dass er sagt, ein Tag oder eine Stunde am Abend ist etwas Geheiligtes für mich. Ich möchte das einfach in Anspruch nehmen für mich. Dass er das seinen Kindern, seinen Geliebten sagt, seiner Partnerin oder Frau und auch seinen Brüdern oder seinen Verwandten oder Freunden das sagt. Ihr seid ja eingeschlossen. Das heißt ja nicht, dass sie unbedingt allein sein muss in der Einsamkeit, aber sie muss irgendwie gewidmet sein. Also mit der ganzen pochenden Kraft eines Mannes, wo seine Autorität auch zu Wort kommt, in der Familie oder im Freundeskreis, dass er sagt, okay, wenn wir uns zusammensetzen, wenn wir nicht rein meditieren, dann möchten wir das irgendwie als Anspruch für uns in Anspruch nehmen. Das kann der Sonntag sein, das kann aber jeden Tag zum Beispiel eine Stunde oder zwei Stunden oder vier Stunden sein, je nachdem, wie der Mensch das individuell braucht. Zum Beispiel, der Vater muss sagen dürfen zu seinen lieben beiden Söhnen oder was, zu seiner Tochter, du, ich verlange es, du gehst zwar 6 Stunden zur Schule, du lernst brav, aber ich verlange das, dass du eine Viertelstunde mit mir sprichst oder dass wir eine halbe Stunde gemeinsam Gitarre spielen oder Unterricht nehmen, also zum Beispiel die Tugenden oder die Lasthaftigkeiten. Das, was zum Himmel schreit, von den Göttern gesehen aus, aber auch von den Historikern gesehen, über Jahrtausende, das muss der Vater sagen dürfen. Nicht zu einem konkreten Anlass, sondern als Allgemeinbildung. Die obliegt dem Vater und es ist seine Pflicht, das wahrzunehmen. Das heißt, zu seinem Arbeitgeber, zur kapitalistischen Welt zu sagen, einen Tag musst du mir gönnen und der Familie oder eine Stunde oder 4 Stunden am Abend brauche ich auch, ich kann nicht nur miteinander auf der ganzen Welt und im Kreis fahren, ohne Kapitalbildung wirklich zu machen, ohne wirklich produzieren, ohne wirklich Investitionsgüter zu vergrößern, nur der Arroganz wegen. Das geht nicht. Verstehst? Also, und dann muss man das kräftig sagen können, dass es auch wirkt, verstehst? Dass man sagt, ich bin der Mann und ich will auch was in meinem Leben. Denn es ist ja kurz, ich bestehe aus Sternenfleisch. Und heute, liebe Tochter, liebe zwei Söhne, geht's mit, putz euch die Schuhe. Und wir gehen gerne, wirklich. Und ihr sollt auch stolz sein, dass mit dem Vater, wie mit mir, zu einer heiligen, historisch gewachsenen Stätte geht, wo ihr eingeladen werdet, wo ihr erwartet werdet, wo ihr zu nichts verpflichtet seid, aber die Schönheit genießen dürft. Die Vorfahren wieder zu bestätigen. Und das, was unsere Vorfahren bereits erreicht haben, an Autorität als Mann und der Naturschutz der Mann als Autoritätsperson, wieder zurückgelangen. Es gibt leider unter meinen vielen Zeitgenossen in Knittelfeld in dieser Stadt, ich sage jetzt nicht, wie viele Menschen das sind, es ist bestürzend. Jeder Mann, der 20 Jahre, also da gibt es, ich darf das jetzt gar nicht sagen, so viele, die 20 Jahre keinen sexuellen Kontakt hatten, keinen Geordneten in Liebe, sondern nur gekauft oder unter furchtbaren Bedingungen, zum Beispiel angesoffen oder unter Heroin oder sonst was, Aufputschdrogen. Also nichts gratis, nichts mit Autorität, nicht, wo wirklich eine Frau sagen würde, du, ich liebe dich, du bist ein schöner Mann, du bist ein starker Mann. Verstehst du? Und das ist wirklich furchtbar. Und ich habe einmal das erwähnt, dass das führen könnte dazu, und das sage ich in St. Johannenfeld, dass es zu einem entarteten Auswuchs kommt vom Blut. Von mir persönlich. Ich habe geschworen, der Hoheit der Majestät im Himmel, dass ich niemals Gewalt anwende, so wie Gandhi, um meine eigenen Zwecke zu verlangen. Verstehst du?
Aber das ist eine Schande, wenn so viele, so ein großer Anteil der männlichen Bevölkerung Selbstmord macht, die eigenen Kinder abschlachtet, dass solche Entscheidungen trifft. Weil die Mädchen und die anderen, die nicht direkt in diese Liebe involviert sind, meineidig sind, brutal, bestialisch, die Seele verletzen, verhöhnen.